Der Baum steht schon mal. Und meine kleine Fensterlichterkette auch. Und mein kleines Bäumchen im Flur. Tada! So. Das reicht für heute. Es ist 8:30. Der Rest kommt morgen oder so. Hallo und willkommen zu einem neuen Bauvlog. Bei uns geht es wieder weiter in den alten Schlafzimmern. Der Mario ist schon ganz hinten in dem und spachtelt die Fensterseite. Wir wollen zusehen, dass wir die Fenster dieses Wochenende auch eingebaut kriegen. Ganz einfach auch aus wettertechnischen Gründen. Es ist gerade nicht so wahnsinnig kalt und ja, dadurch kann der Bau schon gut aushärten. Vielleicht schaffen wir es auch noch, wenigstens diese eine Wand, vielleicht aber tatsächlich die komplette Wand mit Wänden, also mit Ständern zumindest schon mal zu stellen. Genau, das ist der Plan fürs Wochenende, ob wir es schaffen, mal schauen. Während der Mario auf jeden Fall jetzt da hinten weiter spachtelt, kann ich ihm ja nicht besonders viel helfen und alleine machen kann ich auch nichts. Ich hab dich im Bild. Ja. Gehe ich hoch auf die Terrasse und mache die Dachrinne endlich mal. Das neue Rohr habe ich schon seit dem Sommer stehen, aber immer keine Lust gehabt. Und jetzt muss ich unbedingt, weil es regnet ständig und da ist so ein kleines Stück, das ist einfach zu kurz und das fliegt jedes Mal aus den Winkeln raus. Und natürlich tropft das ganze Wasser vom Dach dann logischerweise auf die Terrasse. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Genau. Also lasse ich den Mario hier arbeiten und ich verziehe mich auf die Terrasse. Erstaunlich, dass ich die Arbeit echt so lange vor mir hergeschoben habe. Tatsächlich hat wahrscheinlich die gesamte Arbeit kürzer gedauert, als das ganze Zeug hin und wieder wegzuräumen. Naja, aber die Sache ist jetzt endlich erledigt. Ich hoffe, dass ja, das Dachwasser, Regenwasser jetzt endlich in die Kanalisation fließt und nicht auf meine Terrasse. Ja, Mario spachtelt weiter und mein Job wird jetzt sein, diese Wand vorzubereiten, ne? Also das ein bisschen sauber machen und die Folie verkleben, damit wir dann sowohl die Fenster einbauen wie auch die Ständerwand stellen können. Genau, da mache ich mich jetzt mal ran. I never wanna be alone.
Schon wieder Sonntag. Gestern haben wir ja gut geschafft. Heute geht es ans Fenster einbauen. Das erste habe ich ja gestern schon zusammengebaut, also den Rollkasten draufgebaut. Majo ist schon oben und baut das erste Fenster aus. Ziel ist es eigentlich, dass wir alle eingebaut kriegen, aber mal gucken. Bei dem Haus weiß man ja auch nicht so richtig, was einen erwartet, wenn man irgendwas rausreißt. Aber wie gesagt, wir wollten ja diese warmen Temperaturen ausnutzen. Von daher ist das Ziel und damit es vorwärts geht, werde ich mich jetzt ganz schnell nach oben begeben. So, mittlerweile sind wir fertig. Zwischendrin ist mal die Kamera ausgefallen. Beim letzten Fenster, glaube ich, wir haben sie alle drin. Ja, die ging für das Haus verhältnismäßig schnell. Das hat gut funktioniert. Was wir dabei dann festgestellt haben und was wir nicht nochmal gefilmt haben oder nicht filmen konnten, weil Kamera halt alle. Wir haben diese ganze Wand nochmal, ich glaube, so 2 cm rausgesetzt, weil wir das Problem mit den Kästen haben. Die Profile, die wären sonst einfach zu weit inne gewesen und wir hatten hier drüben ja schon das Problem, dass wir, oder Mario, da oben an dem Kasten, da sieht man jetzt halt schlecht. Da oben, genau. Diese kleine Kante, die ist echt schon Kotzgrenze. Ich möchte die Fensterleibung nicht zu tief haben, aus dem einfachen Grund, weil es dann natürlich ein viel mehr Licht schluckt, aber ein bisschen Platz für die Spachtelkanten muss halt trotzdem dran sein. Und das war halt hier überhaupt gar nicht. Wir hatten das nach den alten Kästen ausgemessen, da wäre eigentlich genügend Platz gewesen. Und was wir halt nicht mit berechnet haben, ist, dass die Fenster breiter sind und dadurch diese Laufschiene von den Rollkästen hinter der Fassade sitzt. Das heißt, das Fenster dann automatisch weiter rein in den Innenraum kam und dadurch natürlich unsere ganzen super Messungen überhaupt nicht mehr gestimmt haben. Ja, naja, jetzt sind wir zufrieden. Jetzt passt es einigermaßen so. Wenn dann der Gipskarton drauf ist, haben wir noch ein bisschen Fleisch, wo dann eben auch so eine Randschiene dran kann und das kann man dann spachteln und gut ist. Ja, damit würde ich sagen, das Wochenende war ganz erfolgreich. Theoretisch können wir nächste Woche die Wand zumachen. Naja, ganz so schnell nicht. Müssen noch die ganzen Stürze rein und dann müssen wir wieder die ganze Verstärkung rein und ja, ich habe auch gleich überlegt, ob ich mir nicht diesmal vorher schon die Heizkörper kaufe. Ich mache das ja immer so pro forma, so Pi mal Daumen, könnte vielleicht eventuell und dann muss man halt immer noch so viel rumbasteln. Manchmal habe ich Glück und es passt gut und manchmal muss ich halt noch basteln und ja, um das zu vermeiden. Zumal wir dann eben auch den Vorteil hätten, wenn ich die Heizkörper wirklich gleich da habe, kann ich das gesamte System, das kommt ja quasi von da hinten und dann geht das hier so an der Wand vor und kommt dann hier die Wand bis dahin, da endet es ja dann. Genau, dann könnte ich das Rohr legen, könnte schon die Anschlüsse vorbereiten, wie es halt sein sollen. Wenn ich die Heizkörper da habe, kann ich es halt gleich ausrichten. Die müssen wir ja noch nicht hinhängen. Aber das sind die Rohre mit den Anschlüssen ausgerichtet und dann kann der Mario das nämlich alles zumachen und alles verschwachteln, weil das ist ja auch der Grund, weshalb wir hier noch nicht alles
vollflächig zu haben. Na, weil ich das halt nochmal abmachen muss. Und dann müssen da halt überall noch die Leitungen lang. Naja, das werden wir nächste Woche sehen. Ich bin zufrieden, wir haben viel geschafft. Genau. Und dann fände ich schön, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche, schönes Wochenende, schöne Tage. Tschüss.